wie du schnell Frauen kennenlernen kannst und welche Tricks du dafür brauchst, die verrate ich dir heute mit meinem Gast, also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine Kretz. Ich bin Autorin und Beziehungsmanagerin, habe mittlerweile schon 6 Beziehungsbücher geschrieben, wie du eine glücklichere Beziehung führen kannst, wie du bei der Partnersuche die richtige Frau, den richtigen Mann finden kannst. Und ich habe heute einen sehr spannenden Gast bei mir. Ich freue mich ganz besonders und herzlichen Dank, dass du da bist. Lieber Ludwig, woher kennen wir uns denn und wer bist du? Hallo Nadine, vielen herzlichen Dank für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf. Ja, wie bin ich auf dich aufmerksam gekommen? Ich habe dich im Internet entdeckt über YouTube, habe da verschiedene Begrifflichkeiten mal eingegeben und hatte mir die ein oder anderen Videos angeguckt und die ein oder anderen Tipps von dir angeguckt bezüglich Frauen und habe gedacht, ja, das hat Hand und Fuß, das macht Sinn. Habe mir dann auch dein Buch gekauft, 100 Miese Dates. Kann ich nur empfehlen, sind sehr wertvolle Tipps drin. Und ja, nachdem ich das Buch durchgearbeitet habe, habe ich dann auch per E-Mail den Kontakt zu dir gesucht. Ja, und dann hatten wir auch mal zusammen miteinander telefoniert und dann haben wir zusammen 6 Wochen gearbeitet. Wir hatten das 6 Wochen Programm mit der Transformationsreise und ja, seitdem ist viel passiert. Ja, sehr, sehr spannend. Erzähl doch mal, warum du dann tatsächlich zu mir gekommen bist, was so die Problematik war, was du erreichen wolltest oder wie dein Leben zu diesem Zeitpunkt gewesen ist damals. Ja. Damals ist es so gewesen, dass es sowohl beruflich als auch privat nicht so toll war. Und generell habe ich den Kontakt zu dir gesucht bezüglich Thema Frauen, weil das sehr schwierig war für mich, überhaupt mit Frauen in Kontakt zu kommen, Frauen kennenzulernen, geschweige denn eine Beziehung zu führen. Und ja, das sind so die Gründe gewesen, warum ich den Kontakt zu dir gesucht habe und mit dir arbeiten wollte. Ja, und nachdem wir jetzt zusammen gearbeitet haben, 6 Wochen, funktioniert es sehr gut mit den Frauen. Ja, das erzählen wir dann gleich, was es so alles verändert hat. Ja. Hattest du denn vorher irgendwie Bedenken, dass das vielleicht nichts bringt? Und das ist ja vielleicht doch auch komisch, wenn man jetzt sagt, ich buche mir jetzt einen Beziehungsmanager oder eine Frau, die hilft mir jetzt dabei, Frauen kennenzulernen. Ist das nicht irgendwie seltsam? Tatsächlich war das nicht so gewesen, weil ich ja von dir schon ein paar Infos hatte über die Videos und auch über dein Buch und dementsprechend wusste ich auch, dass du Know-how hast und mir da weiterhelfen kannst und hatte da keine Bedenken gehabt. Wenn ich jetzt die Videos oder das Buch auch nicht gehabt hätte, dann wäre das doch was anderes gewesen, aber so war ich mir dann doch ziemlich sicher, dass du mir da gut beihelfen kannst. Ja, da wusstest du schon, auf was du dich da einlässt. So ungefähr, ja. Ja, und dann kamen die ersten Gespräche. Wie war das denn dann für dich? Das war eine interessante Erfahrung, war erst noch ungewohnt gewesen, aber es lief alles sehr gut, besser als gedacht hat sich das halt auch. Und ja, das Leben geht im Prinzip nur noch steil nach oben, auch frauentechnisch und alles super, könnte nicht besser sein, ja. Du hast mir ja auch schon nach dem zweiten Gespräch, hast du ja auch schon gesagt, so Nadine, ich habe jetzt mein Leben komplett verändert. Ich glaube, das war das zweite oder dritte Telefonat, genau, was wir hatten. Da habe ich auch gedacht, wow, der ist schnell, super. Und was ist da passiert? Genau, ja, ich hatte sehr viele Zweifel gehabt und die hast du mir genommen. Und aufgrund dessen habe ich gesagt, alles klar, ich mache einen Cut. Ja. Beende hier mein altes Leben und habe meine Koffer gepackt, ein neues Leben angefangen, neuen Job angefangen. Und das hat mir unheimlich gut getan, dass du mir da so einen kleinen Schubs gegeben hast. Und der hat halt einen riesengroßen Effekt gehabt dann halt. Und ja, dadurch hat sich das Leben nochmal um 180 Grad ins Positive geändert, ganz klar. Was hat sich genau verändert? Ja, einmal ist es so, ich war immer sehr unzufrieden mit mir und unglücklich. Und durch diesen Wandel hat sich meine innere Einstellung geändert. Und dementsprechend habe ich das auch ausgestrahlt und habe eine ganz andere Wirkung auf meine Mitmenschen gehabt, sowohl Männer als auch Frauen. Und aufgrund dessen, dass ich anders aufgetreten bin und eine andere Wirkung hatte, ja, kamen die Frauen sozusagen von alleine schon. Ja, genau, das ist es ja auch. Ja. Und ich versuche das ja auch mal zu sagen, diese ganzen Strategien oder diese, ich muss mir jetzt hier was auswendig lernen oder da was auswendig lernen. Ich habe auch öfter schon so, ja, man muss so durch eine Anfängerhölle oder sowas, habe ich schon mal gehört, bei in dieser Pickup-Szene. Hattest du eine Anfängerhölle, nachdem du bei mir im Coaching warst? Nein, gar nichts. Das war alles hundertprozentig und ja, bin da total zufrieden mit. Es gab keine Hülle und gar nichts. Klar, es gab natürlich Punkte, die haben natürlich wehgetan, weil du natürlich viele Punkte angesprochen hattest, die ich ändern musste. Das ist natürlich auch was gewesen, wo ich
auch drüber geschlafen habe und habe dann gesagt, ja, ist zwar nicht so schön, aber im Prinzip hast du ja recht. Und wenn man dann über diesen Punkt hinausgeht und das akzeptiert, dass es schmerzhaft ist, aber und es dann halt auch ändert, dann hilft es ja auch. Und, Ja, ich habe selber ja auch schon sehr viele Coachings gemacht. Also nicht nur, dass ich Kunden betreue, sondern ich habe mich natürlich auch von sehr vielen verschiedenen Coaches, Mentoren, Trainern auch coachen lassen und auch sehr viel über mich selber ja auch erstmal herausgefunden. Und da ist es in der Tat so, dass man dann manchmal Dinge vielleicht auch über sich hört oder die Vergangenheit oder wo vielleicht noch irgendwo der Hase begraben ist. Die sind dann nicht so schön und sowas will man dann nicht hören. Und ich merke das auch immer in meinen Videos, auch wenn ich so Frauentalks habe und wenn wir dann sagen, ja, Frauen wollen dies und Frauen wollen jenes, dass dann auch sehr viele Männer da sehr negativ drauf reagieren, weil sie lieber das hören wollen, wie sie das gerne hätten. Aber es nutzt ja nun mal nichts, wenn man eben auch in diese Partnerschaftsgeschichte rein möchte, wenn man auch Erfolg möchte. Und dann ist es manchmal eben auch erstmal unangenehm, aber wenn man es dann erkennt, dann kann man es lösen und hat dann viel mehr Chancen und Hoffnungen. Siehst du das auch so? Genau, der Erfolg geht nur über den Schmerz oder den Misserfolg. Klar, das tut zwar weh, aber im Endeffekt, wenn man dann den Erfolg erreicht hat und dann halt auch zurückblicken kann, ist das schon eine tolle Erfahrung. Und jeder muss einfach an sich arbeiten, immer weiterentwickeln und dann klappt das alles auch. Findest du, das sollte jeder auch in Anspruch nehmen, sowas? Ich denke, dass das der richtige Weg ist, wenn man jemanden wie dich aufsucht und die Hilfe in Anspruch nimmt, weil dadurch kommt man wesentlich schneller zum Ziel. Wenn ich dich nicht gebucht hätte, glaube ich, A, wüsste ich nicht, ob ich es geschafft hätte alleine und B, wüsste ich auch nicht, ob ich das in der Kürze der Zeit hätte, denke ich, mir niemals geschafft. Und deswegen kann ich dieses 6-Wochen-Programm auch nur empfehlen, weil nicht nur nach diesen 6 Wochen, auch schon während der 6 Wochen fängt das im Prinzip an, dass man sich weiterentwickelt. Und schneller kann man nicht zum Erfolg kommen. Wenn man das alleine probieren würde, wird das, denke ich mal, Monate oder wenn nicht sogar Jahre. Dieses besondere Element, was ich in meinem 6-Wochen-Programm ja noch mit eingebaut habe, was nochmal so einen richtigen Kick gibt, ist die Transformationsreise. Genau. Und die ist so unglaublich schwer zu beschreiben, auch für mich oder auch für Leute, die es erlebt haben. Wie war das für dich, als ich gesagt habe, so ja, in dem Programm gehört eine Transformationsreise, hast du gedacht, so, was will die denn? Und naja, ich lasse ihn mal machen oder was ist das? Also wie war das? Ja, erstmal konnte ich mit diesem Begriff Transformationsreise überhaupt nichts anfangen. Das war das erste Mal mit dir, dass ich da überhaupt in eine Berührung zu hatte und habe dann auch erstmal gegoogelt und geguckt, was das jetzt genau ist. Hast du nichts gefunden? Hab da nichts gefunden. Nee, ist nämlich ein spezielles Programm von mir. Genau, ja, hab dann ja auch mit dir darüber gesprochen und dann hattest du mir kurz ein bisschen was dazu gesagt und erklärt und als der Tag da näher rückte und wir die Transformationsreise gemacht haben, das war schon ein komisches, positiv komisches Erlebnis. Ja. Und danach ging mir sehr viel durch den Kopf tatsächlich auch. Und aber diese Reise hat unheimlich gut getan und dadurch sind sehr viele Dinge für mich auch klar geworden. Ja. Und das ist ein super Werkzeug, was. Ja. Ja, du hattest ja auch eine ganz besondere Geschichte. Ich nehme an, dass du nicht darüber berichten möchtest. Es ist ja auch immer sehr, sehr privat. Ich finde, das ist nochmal so das wirklich Privateste, was man haben kann, um zu wissen, wo ist der Ursprung, wo komme ich überhaupt her und die Dinge in meinem Leben plötzlich ergeben die Sinn und erklären sich. Genau. Siehst du das auch so, dass es das ist? Ja. Ganz oft ist es so gewesen, dass ich viele Fragezeichen immer hatte in meinem Leben und nach dieser Transformationsphase sind die alle weg gewesen, weil viele Dinge dann halt klar geworden sind. Und das tat natürlich auch unheimlich gut, wenn man endlich eine Antwort gefunden hat sozusagen auf viele Fragen. Und das gibt einem nochmal ein bisschen Halt, ein bisschen Selbstbewusstsein und kann diese Transformationsphase nur jedem empfehlen. Ja, viele glauben, es ist so ein bisschen wie Hypnose oder ich finde, es ist eher so ein bisschen wie Traumreise. Also man ist bei vollem Bewusstsein, telefonisch und wir sind in einem Dialog, in einem Gespräch und dennoch sieht man so eine komplett andere eigene Welt, also die eigene Welt. Ich weiß dann auch nie, was passiert. Ich denke dann immer so, schauen wir mal. Und ich bin auch immer selber total überrascht, wenn ich sehe, was dabei rauskommt und ich bin dann so eine Art Begleiter. Und stell dann eben die richtigen Fragen, so damit du auch deine Antworten bekommst. Hattest du Angst oder dachtest du, die Kontrolle zu verlieren? Also es gibt ja viele, die trauen sich nicht, das zu machen und haben Bedenken. Hattest du die und braucht man die oder muss man die haben? Ja.
Nein, wie du das schon gesagt hast, man wird nicht hypnotisiert, man ist immer die ganze Zeit bei klarem Verstand sozusagen. Ja. Und wir kommunizieren auch die ganze Genau. Zeit. Und anfangs war ich natürlich auch aufgeregt, weil ich ja auch nicht genau wusste, was da jetzt auf mich Ja. zukommt. Und das war trotzdem alles hundertprozentig und kannst nur wärmstens empfehlen halt, wie gesagt, weil dadurch werden viele Fragen für Ja. einen selber beantwortet, die haben sonst keiner beantworten kann. Und ja, also diese Transformationsreise ist Gold wert und Die kannst nur ist wärmstens empfehlen da. sehr speziell und Ja. leider ist es eben schwierig, die zu erklären. Ja, was würdest du vielleicht so abschließend noch sagen? Was hat dich besonders in deinem Leben jetzt nochmal, du hast es eben schon gesagt, aber vielleicht nochmal so ein paar Punkte, dass du sagst, das und das und das ist halt, hat sich komplett verändert von A nach B und ja, man sollte sowas machen, vielleicht so ein paar Sachen noch. Ja, also der größte Punkt, der natürlich am meisten Veränderungen bewirkt hat und was ja auch das Ziel war von unserer Zusammenarbeit, ist natürlich der Kontakt zu Frauen oder auch eine Ja. Partnerschaft überhaupt aufzubauen. Ja. Das war ja Du vorher. streibst auch so, also läuft bei ihm. Genau, ja, man kann sagen, es läuft ganz gut mit den Frauen jetzt. Ja, das war vorher halt nicht der Fall gewesen. Ja. Und ja, da hat sich halt mega viel positiv geändert. Beruflich hat sich auch viel geändert. Und soziales Umfeld hat sich auch ins Positive gewandelt und generell hat sich alles positiv verändert, sowohl beruflich als auch privat und es geht steil Es bergauf. geht steil bergauf. Klingt irgendwie Ja. zu schön, um wahr zu sein. Das Geld kriegst du später. Weil es ist schon wirklich eine echt, echt tolle Geschichte, die du erlebt hast und die du zu erzählen hast. Genau. Deswegen auch herzlichen, herzlichen Dank, dass du auch bereit warst, die mit euch eben auch zu teilen. Wir sind uns ja heute jetzt auch das erste Ja. Mal live begegnet. Wie war das für dich? Ungewohnt, aber ein schönes Erlebnis. Und eine Sache fällt mir noch ein, die ich ganz gerne erwähnen würde. Nachdem wir die 6 Wochen zusammengearbeitet haben und die Transformationsreise hatten, ist es auch so gewesen, dass ich morgens aufgestanden bin. Ich hatte einen super Tag. Nächsten Tag wieder aufgestanden, super Tag gehabt wieder. Und ich denke nur, es kann es ja Kann jetzt nicht auf einmal sein. sein, Aber ja. jeder Tag, der noch folgt, toppt dann halt den vorherigen. Und Wahnsinn. das geht im Prinzip jetzt schon die ganze Zeit so, seitdem wir zusammengearbeitet haben. Wahnsinn. Ja, echt Ja, toll. es ist verrückt, Ja. aber es ist tatsächlich so, ne? Also ich kann Schön. mittlerweile morgens, wenn ich aufstehe, kann ich schon kaum erwarten, aus dem Haus zu gehen, weil ich mir denke, Schön. irgendwas Cooles passiert wieder in der Arbeit. Ja. Ja. Ja, sehr cool. Ja, das macht mich natürlich auch glücklich, wenn ich sehe, dass das Programm so erfolgreich ist. Wenn du das natürlich auch möchtest, schau mal unten in der Infobox, dann findest du auch lauter Informationen noch zu mir. Dann kannst du auch ein erstes Gespräch, Telefongespräch mit mir buchen oder auch über meine Bücher oder meine Videos. Es gibt ja wirklich so viele Möglichkeiten, sich da auch zu informieren. Herzlichen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank für deinen Mut, eben auch das mit uns zu teilen. Und ja, ich wünsche dir auch für die Zukunft immer mehr bergauf und euch dann natürlich auch. Macht's gut, danke, tschüss. Und ach, Kanal abonnieren und teilen und so. Ciao. Tschüss.